Servus und hallo zum neuen Spotlight. Heute schauen wir uns an 5 gegen Rasten von Alle Rasten aus. Und auf Steam steht dazu geschrieben: Full Themed Area for the Halloween Contest by Random Plenko. Jawohl, es ist ein Beitrag für einen Contest, wie es da steht. Und ich kenne den Minipark, sage ich mal, sehr gut, weil er hat einen Stream gebaut und ich war dabei und meistens, manchmal, ab und zu. Jedenfalls kenne ich das Ding, ich wollte es euch jedenfalls zeigen. Ach, wann wurde es hochgeladen, das noch? Am 21. Oktober um 1.41 Uhr. Und ja, das ist es. So, hier, was ihr die ganze Zeit seht, hier ist die Begrenzung, die gebaut werden musste. Ich bringe alle Regeln vom Contest nicht mehr zusammen, so wirklich. Irgendwie war, ich habe keine Ahnung, wie viele Rides gebaut werden mussten und so weiter. Ich verlinke euch aber in diesem Video an Random Plenko seinen Kanal und da ist auch das Contest Announcement Video mit alle Regeln und so drinnen. Schaut euch das an. Wir schauen uns jetzt den Park einfach so an, wie, ja, als Mini-Park halt, wie es mir so insgesamt gefällt. So, genug gelabert und ihr habt da drauf auf die Begrenzung geschaut. So schaut's aus. Vorweg eine Warnung, es ist ein sehr spezieller Humor vom Herrn Rasten, natürlich. Und könnte kindisch wirken, ist aber sau lustig eigentlich. Wenn wir ehrlich sind, finden wir es alle wirklich lustig. Also alle, die im Stream dabei waren. Und Parknamen und Namen von den Rides und so sind tatsächlich von der Community bestimmt worden. Gab es Abstimmungen im Stream und so weiter und so fort. Wer dabei war, war mega. Waren echt lustige Streams immer. Und jetzt gehen wir da mal rein. Hier ist offensichtlich der Eingang. 5 gegen Rasten. Vorweg nur ganz kurz was. Ich weiß, die Spotlight-Liste ist sehr lang. Alle warten drauf. Jeder ist gespannt. Was wird die große Nummer 400 Spotlight? Und ich wollte mir das jetzt einfach anschauen, weil ich da Bock drauf habe. Und wollte es euch zeigen. Und das mache ich jetzt. Und was ist hier drinnen? Hier ist der Spawnpunkt versteckt. Okay, gut, haben wir es auch gefunden. Ich werde hier jetzt nicht großartig überrascht werden, wie gesagt, ihr kennt das ganze Zeugs. Ist hier gebaut wurde, ist ein Ride-Ausgang, oder? Ja, oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Größtenteils, wir schauen es uns einfach mal an. So als Park, so, wie er halt ist. Und wir gehen natürlich, ne, ihr wisst Bescheid, links lang. Ich muss wirklich sagen, er hat wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Ist klar, es ist so der übliche Rastenhumor und ein bisschen Spaß und so und mit Namen. Und ja, ich finde es mega. Was ich nicht so mega finde, ist, also mir wäre es ja eigentlich wurscht, aber weiß jetzt nicht, ob da irgendwie sowas wie ein Zaun fehlt. Sollen da überhaupt Besucher lang? Können da Besucher lang? Eine Voraussetzung vom Contest war, glaube ich, dass kein natürlicher Boden mehr zu sehen ist, also alles voll gebaut sein muss, glaube ich. Kann man da rein? Nein. Eco. Das ist hier schon ein bisschen gefährlich. Wenn man da Wert drauf legen würde, wir denken uns einfach, Pech, die schießen da sowieso mit Pfeil und Bogen, vollkommen wurscht. Da können also die Besucher irgendwie, ne? Aber ich glaube, wir sollten da gar nicht hin, weil das ist eine Sackgasse. Ich laber hier Zeug, sag die ganze Zeit, ich kenne das Zeug und verlaufe mir ständig. Irgendwie doof. Wurscht, wir schauen mal weiter. Mal halt doch daher. Ja, hier Klo herin. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir
Wo muss man denn hin? Das ist die Achterbahn. Wie viele Rides haben wir? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir schauen jetzt einfach mal, was ich ja nie mache. Als erstes erstmal in die Ride-Liste. Einfach. Attraktionenlände. Okay, wir haben wir drei Rides. Okay. Für die Namen kann der Herassen tatsächlich nichts. Die wurden von der Community. Muss man einmal in Schutz nehmen, ne? So, jetzt geht's aber hier in das Haunted House, Funhouse, Spukhaus, wie auch immer. Also, ne? Hier. Der Name. Irgendwie alles ein bisschen dreckig hier und so. So, dann gehen wir da mal rein in das Glaslabyrinth. Da laufen wir durch. Es sieht schon cool aus und die Idee ist cool, finde ich. Und dann haben wir natürlich unseren Vorschlag haben wir dabei, dass wir unseren Weg bahnen können. Man kann das Labyrinth wirklich gehen, weil es ist kein Troll-Labyrinth. Hier, natürlich, es geht nicht anders, wie dass die Türen zu sind. Ich muss ab und zu immer aufs Mikro schauen, weil das spinnt manchmal ganz gerne. Und hier muss man einfach Glück haben. Hier gibt es Effekte und so. Ladet euch den Park selber runter. Ah, den haben wir zufällig erwischt. Und schaut euch selber an. Hier gibt es getimte Effekte, aber man muss halt Glück haben, wenn man zufällig vorbeigeht. Anders ist nicht machbar, ohne dass man da 100 Auslösesequenzen reinbaut. Warum fliegen die Käfer hier durch die Gegend? Nur so, ne? Weiß es nicht. Ja, gib Ruhe. Da. Dann geht man da raus. Hier haben wir das Teil, da kann man über die Brücke gehen. Man kennt es ja von so einem Funhaus, der erste Stock ist immer. Und hier sehen wir, hat er einen Drachen verbaut, weil da haben wir einen Lichtbug. Ist klar. Und wo jetzt weiter? Brücke müssen wir hier wahrscheinlich rein, oder? Ja. Hier haben wir nur so Zeugs. Schön gemacht. An dieser Stelle einen sehr schönen Gruß an Batch. Schauen wir uns die Wand nur ein bisschen an für den Batch. Da flimmert so ein bisschen, das mag er immer ganz stark. Und dann gehen wir weiter. Und dann sind wir wieder draußen. Das war das Spukhaus. Cool gemacht, finde ich. Hier hinten Shepherds und Feuerwerk und yay. Uhrzeit war übrigens fest eingestellt, habe nicht geändert auf, weiß ich nicht, 18 Uhr oder 18:30 hat er gesagt, stellt er ein. Schauen wir nach. Es war 6:30 Uhr in der Morgen. Am Morgen, okay, dachte, er hat abends gemacht, aber gut. Hier ist was los hier. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Besucher drinnen. Ich habe den Park einfach so geöffnet, wie er war. Keine Besucher rausgeschmissen, sind gar nichts. Das ist ja ein Mini-Park, das passt schon. Hier so mit Dekoration und so finde ich wirklich, wirklich schön. Ja, hier dann Schlong-Saloon natürlich mit reinbaut. Muss ja sein, ne? Wer die Anspielung nicht versteht, schaut beim Kanal vom Rassen vorbei. Da wird alles irgendwie. Wer es versteht, der findet es witzig. Wer's. Oh, hier ist was los mit Lichtbug. Wer sich denkt, was ist das für ein Blödsinn hier? Ja. Kann ich euch nicht helfen. Gehen wir aber weiter zum Freefall Tower. Den würde ich gern sehen. Da fahren wir sogar mal damit. Mal kurz. Das letzte ist dann natürlich die Hauptattraktion, die Bahn. Das ist wahrscheinlich der Ausgang von der Bahn, genau. Da wäre ein Exit-Schild, wäre ganz nett gewesen. Exit only oder so, egal.
Hier ist der Freefall Tower. Sogar im richtigen Anstiegbereich erwischt. Hier glitschen die Ritter so ein bisschen. Ich will ja nicht meckern die ganze Zeit, aber da glitschen die Ritter durch. Ja. Da fahren wir einfach mal kurz mit. Einsetzen. Gehst du los oder nicht? Gehst nicht los, hast Pech gehabt. Da. Will jetzt damit fahren. Gas. Mit Gas habe ich Pause, Normalgeschwindigkeit Pause. Yay! Natürlich beste Perspektive gewählt. Die Drachen, die kennt man ja von diversen Projekten, aber klar, warum nicht nur mal nutzen, wenn man es eh hat? Ist schon cool einfach, muss man sagen. Und allzu lang hat er wirklich nicht gebraucht dafür, ich weiß es gar nicht, wie viele Streams, 3 oder 4 Streams. Hier der Name von dem Ding, will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Gut. Mal auch wieder ein Drachen drauf. Muss ja gut beleuchtet sein. Das ist wichtig. Und als letztes haben wir jetzt nur die wilde Maus. Achterbahn. Das sieht schon cool aus, wenn man hier ansteht und da der Freefall Tower da so rum Dinge tut. Ja, das ist schon nett. So. Ihr müsst alle aufs Klo, ja, dann geht mal. Weil die Bahn hat jetzt sowieso Wartungsarbeiten. Der Bahnname ist auch im Chat entstanden. Der hat irgendwas mit von wegen Maus, Achterbahn und Katzen und irgendwie sowas zu tun. Ne? Da, jetzt fahren wir aber damit. Hier blinkt es wie nochmal was. Sagt, ihr will damit fahren? Gib Gas. Bei Vorspulen. Kleine Epilepsiewarnung an dieser Stelle. Ach, es ist kaputt. Echt jetzt. Pause. Normalgeschwindigkeit. Pause. Direkt durch den ersten Dark Ride Fahrt schon. Ey, ist schon cool, wenn die Bahn da durch die. Und ich sage jetzt nicht, das ist alles so schön und cool, weil es halt der Rasten ist, sondern mir gefällt es halt einfach. Und jeder, der mich und den Rasten kennt, weiß, dass der Erste, wie er, der schreit, aber scheiße, der Rasten, ne? Ist aber nicht. Das ist ja cool gemacht. Hier brennt so ein bisschen. Glocke in 3, 2, 1. Wie gesagt, ich war ja im Stream dabei. Sah ein bisschen eng aus, wenn man an die Häuser vorbeischaut, aber ich weiß, dass es passt, weil er hat es ja getestet. Und schaut unbedingt bei dem Kanal von Random Plenko vorbei, weil Halloween Contest spricht, da gibt es ganz viele Vorstellungen von die Parks. Die zwei der Teilnehmer kenne ich, den Rest kenne ich nicht. Einer davon, den seht ihr gerade. Sprich, da gibt es viel interessantes Zeugs zu sehen. Ja, das war die Bahn, die finde ich mega. Also wirklich, wirklich cool. Und dann sind wir alle schon wieder durch. Ob er Easter Eggs eingebaut hat, weiß ich tatsächlich nicht. Kann gut sein. Aber das ist der 5 gegen Rastenpark. Kleiner Minipark, die Größe war ja vorgegeben und die musste halt voll befüllt sein und ist schon cool. Ja, damit wäre ich
Finde ich wirklich gut, dass hier so Infotafel ist. Da kennt man sich aus. Da weiß man, was los ist. Finde ich gut. Oder dass hier nur so Zeug rumsteht. Das muss einfach so. Das muss so. Was sind da hinten noch? Ja klar, kann man mal einen Stein hinlegen. Weiß jetzt nicht, ob der vom Random Plank liegt, wahrscheinlich von Random Plank da nur rum. Normalerweise zeige ich es euch ja immer bei Tag und bei Nacht und sonst irgendwas, aber hier war speziell diese Uhrzeit gewählt. Und darum lassen wir das jetzt einfach so. Würde ich sagen. Ich wünsche damit an Herrn Rassen viel Glück beim Contest. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.